Jetzt lese. Lest die Worte. Hört mich an, edle Schicksalsgöttinnen. Erneut bittet jemand, der das Schicksal der Menschen verändern möchte, um euer Gehör. Lies! Als Würdigkeitsbeweis. Nein, Kratos! Das wird unser aller Ende sein! Du musst aufhören! Schicksal. Nehme es an. Ich gebe mein Blut, um den Weg zu erleuchten. So nach dem Motto, hämme es dir ein. Unbergstier. Genau wie der Phönix, der aus seiner Asche wiedergeboren wird, suchst du nach einer zweiten Chance. Finde diese Asche und befreie den Phönix. Nur dann wirst du den Weg zum Tempel der Mäuren finden. Na. Wir haben quasi noch einen kleinen Abschnitt bei den Prüfungen der Mäuren zu erledigen. Sie haben den Kriegerschädel erhalten. Warte mal, ich will mal was testen. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier eigentlich durch die Wand renne? Mitten durch. Nix. Wurde also nichts mehr resettet. Okay. Damit sag ich mal, all gute Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War 2. Kratos ist gerade dabei. Die Prüfung der Mäuren abzuschließen, um Zugang zu ihrem Tempel zu erhalten. Yeah, die hätten wir hier renovieren können. Aber gut, Griechen hat ja kein Geld für sowas. Was drehen wir denn? Achso, wir machen hier uns ein bisschen mehr Dampf. Das qualmt aber. Raucher müssen draußen sein, ne? Ich muss, glaube ich, erstmal hier was mitnehmen. Was ein Puffer hier. Also da hat jemand auf jeden Fall nicht mit den Effekten der Nebelmaschine gegeizt. Willst du mich gerade verarschen? Ja? Ich war oben an der Wand und der hat sich nicht festgehalten. Was ist denn das schon wieder? Also oben an der Decke. Warte doch, du kriegst von mir ein herzliches What the F. Also geht doch. Pushe. Wer ist weise, hier loszulassen? Nein, wer ist nicht. Scheiße. Ach nö. Auf was? Jetzt muss auch noch die Cutscene neu getriggert. Oh. Ich wollte doch nur gucken, ob da unten noch irgendwelche Truhen sind. So ein Jäger vom Ackerfeld. Kann man das Spiel auch in die Länge ziehen. Deutsches. Von Deutsches. Komm, pack mal. Ich
Hallo? Zieh! Da war, seht ihr, da war noch eine Truhe. Ich hatte doch recht. Lass mal los. Nur ein bisschen woanders angesiedelt. Ich wollte mal ein Erdbeben hier. Bam! Maximum. Jetzt erhöhen wir erstmal den Blitz. Nein! Doch, den Blitz. Ich habe ihm schon wieder gesagt. Nein, ich habe wieder Fehler gemacht. Beides gut für Gegnergruppen. Natürlich ist das Beben effektiver, aber durch den Blitz verpulvern wir nicht ganz so viel Orbs. Na. Loslassen. Okay, hier ist definitiv nichts. Da springe ich jetzt nicht nochmal runter. Gibt's hier noch was? Guck mal, ich habe wieder einen Lift gefunden. Das ist ja toll. Was passiert, wenn ich ihn in die andere Richtung bewege? Fahren wir dann wieder hoch. Will ich schon mal was gucken, ob ich auch ganz nach oben fahren darf. Also noch höher. Nee, geht nicht. Okay. Ein Versuch war's wert. Ah, die Leute bei Santa Monica Studios, die lieben irgendwie solche Kurbelspielchen. Gut. Doppel Karl-Heinz! Holy! Dann zeige ich euch mal, was ich jetzt Tolles gelernt habe. Aua! Das hat wehgetan. Pass mal auf, ich mach's nochmal. Extra für euch. Ja! Das hat die irgendwie gar nicht gekümmert, ne? Cancel es mal. Ich muss mal ein Quicktime-Event machen, weil ich muss gucken, ob ich dadurch mal ein bisschen Energie gewinne. Guck mal, wie viel der springen kann. Ja, tatsächlich. Au. Ja, Sapraluzzi hier. Halt, geh mal weg. Geh mal weg. Halt so. Wie es irgendwie gar nicht beeinflusst hat. So, nur kein Quicktime-Event verhunzen. Das wäre fatal für meine Energie. See you later, Alligator. Das war knapp. Hier, ich schenk dir mal was zum Spielen. Oh, scheiße. Back in zu. Nix. Magst du Spot oder so? Jetzt kommt bitte nicht noch einer, oder? Ne, das war's für den Kampf. Phew, ich habe ein bisschen Energie eingebüßt. Sesam, öffne dich. Sie haben den Typ mit dem Kriegerschlüssel aufgeschlossen. Na, zum Glück gibt's hier genug Sachen, um alles wieder aufzufrischen. Ne, warte mal, bevor ich abspeichere, will ich erstmal Orbs holen. Ach, guck mal, das sind wieder Skelette. Die tanzen gleich wieder Polka. Ich sehe eine Decke mit Stacheln und das gefällt mir gar nicht. Zu viele Indiana Jones geguckt hier. Die erheben sich gleich. Jede Wette. Ja, genau jetzt, wo die Decke runtergeht. Dieser Babsack. Los. Nein! Warum packst du denn den?
Kratos? Nein! Hey! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na toll! Das musste ja passieren. Ach du Scheiße, Mann. Dann schicken sie mich wieder hier, dann geht's gleich. Hättest du ja auch die anderen mal packen können, Kratos. Der Schweinehund da hinten schon wieder. Greif zu! Los, 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 beeil dich! Ah Gott! Komm schon! Wie weit müssen wir denn noch runter? Scheiße, da hinten ist fest! Gut. Es sind nur noch zwei Skelette da, aber das müssten wir schaffen. Ich ignoriere die nämlich und öffne mir hier den Weg. Was machst du denn? War knapp. Warum hast du dir jetzt bitte die Waffe rausgepackt? Gewechselt. Okay, rote Orbs nehmen wir erstmal mit. Das klingt jetzt schon wieder, als ob mich hier gleich um die Ecke hier wieder jemand angreift. Achso. Das sind nur solche Viecher. Na, damit haben wir ja kein Problem. Dich mache ich klitschklatsch runter. Und dich auch. Oh ne, Bogenschützen da hinten. Ich muss schnell über das Lavabecken, dass ich da hinkomme. Die Schweine, ey. Haben sie mir erstmal alles zerschossen? Komm ich da hoch? What the fuck? Was hat... Wie? Okay, jetzt seid ihr erstmal fertig. Pushens. Ach, na super. Als hätte ich das nicht noch gebraucht. Kommen hier Gorgonen. Verflucht. Eigentlich hätte ich das doch kontern müssen, oder? Also kontern können. Egal. Ach so. Ich habe gesehen, wo mein Fehler war. Verflucht. So, das habt ihr jetzt davon. Ehrlich? Verflucht seist du. Who is laughing now? Noch jemand? Der drauf anlegt? Nö, sieht nicht so aus. Okay, hier ist auch nichts mehr. Nur keinen Quatsch machen hier mit dem Umfliegen-Kratos. Warte mal. Filmen wir mal weiter auf.
Man kann ja davon nie genug bekommen, ne? Ach, wirklich. Ach, Schande. Was kommt denn hier jetzt? Na gut, machen wir mal kurz einen Prozess mit euch. Ich lasse mal ein bisschen Steine regnen. Noch jemand? Ach scheiße, da kamen tatsächlich noch welche. Aber nur normale Gegner. Billish Attack! Kann sogar meine Magie erfrischen. Sehr schön. Ach du Schande, was geht denn? Da muss ich rüberfliegen, ja? Scheiße, Mann. Mit einmal, wow. Asche des Phönix. Nur Feuer kann ihn befreien. Platzieren Sie die Asche im Feuer, um den Phönix wiederzuwecken. Okay. Wenn ich jetzt da was aktiviere, werde ich garantiert angegriffen. Ah, komm jetzt sowieso erstmal wieder Skelett. Die stehen dann garantiert auf, wenn ich es aktiviert habe. Mhm. Warte. Ich speichere erstmal kurz zwischen. Und dann sage ich mal, gute Wie, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War 2. Wir sind in der Kammer des Phönix, um den Basilisken zu besiegen. Ach ne, Moment, das war Harry Potter. Ah, es war mir so klar. Jetzt müsst ihr Aufstand machen, ja? Komm her. Nicht machen. Böses Skelett. Seid ihr. Habt ihr euch jetzt auch erhoben? Haben wir schon mal überwiesen? Nee. Die chillen noch. Also ich brauche den Phönix, um darüber zu kommen. Deswegen, ich muss gucken, wie ich an seine Asche rankomme. Ach, New Mother Chuckle. Du bist schon wieder dran. Oh, seht ihr das? Da drüben sind schon wieder so viele Zacken. Da will ich nicht hin. Hey. Immer unfair, dass die mich alle aus der Kombo schlagen dürfen. Ey, Schweinehunde. Guck mal. Dauernd. Ja, sag mal. Sag mal. Ist das jetzt ein Witz oder was? Der einzelne Puppelgegner hier macht mich platt. Hallo? Sag mal, Kratos, geht's noch? Ich wurde jetzt von einem einzigen Gegner so genatzt. Ich will jetzt mal schauen, wo ich hin muss. Das ist genau wie dieser Stachelraum aus dem ersten Teil, ne? Achso. Scheiße. So, jetzt langt's mal aber. Mit dir, Freundchen. Begebe mich jetzt erstmal hier zurück. Bleib schön da. Wieso? Konnte der? Wo ist der andere hin? Ist der in die Stacheln geflogen?
Was zum Teufel? Guck mal. Ey, es langt mal jetzt. Lächerlich, dass ich hier jetzt alles verbrauche. Jetzt hole ich mir erstmal die zwei. Warum hatte sich das eigentlich aufgelöst eben? Nur weil ich an die Orb wollte. Diese einfachen Billiggegner, wie sie mich hier fertig gemacht haben. Genau wie Evo Games LP, als er am Anfang in Athen war. Sie haben den Gruß Boreas erhalten. Jetzt aber schnell weg hier. Erstmal. Und nun hoffen wir, dass ich irgendwie schaffe, diesen Raum hier komplett abzusichern. Are you shitting me, Spiel? So wie ich diese Kurbel da drüben anfasse, man verlangsamt uns das Ding beseitigt. Na super. Ha? What? Nein! Ich muss die neu besiegen. Wieso denn das? Nein, ich fische diese Kamera. Diese Kamera. Diese Kammer wird mein Untergang sein. Bleibst du schön da? Ey! Okay. Aus irgendeinem Grund ging eben das Verlangsamen nicht. Totaler Bullshit. Dass sich da so flößt. So wie man was anderes hier mit R macht. Es vergeht wohl kein God of War ohne einen nervigen Stachelraum. Tja, das gehört halt obligatorisch dazu. Genauso wie Unterwasserlevel zum Beispiel bei Jump'n'Run spielen. Kommen wir aus diesem Stachelraum raus, wie werden wir uns schlagen, wie lange brauche ich, wie viel Nerven kostet mich, das alles und noch viel mehr erfahren wir in den nächsten Folgen. Vergesst nicht, Bewertung, Kommentar zu lassen, ich bin hier raus. Peace out!